Also, Geburtstagskind, kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Echt Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt jetzt? Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt, deine Mom ist cooler, als du denkst. Oh, wir haben in die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, hä? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Autsch! Peter! Du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur. Eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Oh Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsaustragen kauft. Der wird eines Tages Hunderte von Dollar wert sein. Drei Einsen hintereinander im letzten Spiel. Ein toller Barde bin ich. Es ist echt verrückt, dass die ganze Zerstörung mit einem kleinen Fehler angefangen hat. Ich brauche mehr Hornhaut. Wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Der Film war okay, aber der Soundtrack war der Knaller. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Ich zieh die Aufkleber ab und kleb sie an die richtigen Stellen. Unfassbar, dass ich das gefangen habe. Die Maiden Show war der Hammer. Ich würde gern mal so einen Light Cycle fahren. Die Endschlacht war großartig. Es sah aus, als wären die Helden erledigt, aber sie haben es geschafft. Mann, Reisen durch den Weltraum müssen der Wahnsinn sein. Wanted man, renegade, I roll the dice 'cause I'm not afraid. In this life, filled with
Peter Quill. Peter Quill, wach auf! Heilige Scheiße. Drax, du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt schreck. Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. Oh, das ist nicht bloß ein Schrottplatz. Die Quarantänezone ist der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Wir können dort jede Menge Tech finden. Ich bin gut. Es ist nur illegal, wenn das Nova Corps uns erwischt. Und das wird es nicht. Groot ist zu Recht nervös, Rocket. Unterschätzt das Nova Corps nicht. Ich bin Groot. Ach, kommt. Bin ich der Einzige, der keine Angst vor der galaktischen Polizei hat? Sie sind viel mehr als wir. Aber wir sind klüger. Ich bin gut. Warum sieht dieses Ding so böse aus? Hey, wer hat dir erlaubt, das anzufassen? Ned. Ich geh auch nicht in deine Rocket Kabine und endlich dein das Zeug Gewölle an. Weggeräumt. Was? Gern geschehen. Du hackst mein Visor und baust eine Anzeigetafel ein. Während ich schlafe. Hey, das war was anderes. Ich hab ihn verbessert. Weißt du im Übrigen, dass du schnarchst? Drax ist schon schlimm, aber wow. Quill, damit solltest du zum Arzt gehen. Du klingst wie ein Talk. Ich schnarch gar nicht so laut. Ja, okay. Was ist das überhaupt für ein Ding? Sieht aus wie ein Facehugger aus Metall. Das ist ganz klar eine Wirbelsteuereinheit. Ja, klar, natürlich. Was frage ich auch? Ein Wirbelsteuer-Dingsbums. Also damals auf Halbwelt haben die Kree-Wissenschaftler uns Supersoldaten damit kontrolliert. Sie haben einen fetten roten Knopf gedrückt und zack, Gehorsam eingeschaltet. Heiliger Mist. Rocket. Wie viele von euch Supersoldaten waren da auf Halbwelt? Als die Kree anfing, vielleicht so 100. Als ich getürmt bin, nur noch mich und Layla. Sie war die Erste, die die Steuereinheit überlebt hat. Und Layla war auch ein... Was? Ein Waschbär? Oder ein Nicht-Waschbär? Das ist so. Sie hatte Angst vor ihnen und durch die Steuereinheit waren wir gehorsam. Also, ich war gehorsam. Oh, das klingt furchtbar. Unvorstellbar. Also tat ich, was ich am besten kann. Ich schaffte es, die Steuereinheit zu überlasten. Und als die Blauhäute uns rausließen, boom, sprengte ich ein Loch in die Laborwand. Aber wir wussten nicht, also ich wusste nicht, dass das Labor von Wachbots geschützt wurde. Am Sicherheitszaun gab Layla mir Deckung und ich habe die Modulatorfrequenz gehackt. Und als der Zaun sich öffnete, hat sie mich durchgeschoben.
Ich hab sie sterben hören. Oh, Rocket. Ist jetzt egal. Vergangen ist vergangen, stimmt's? Und das ist nur eine Erinnerung. Was genau haben die Kree mit dir gemacht? Sie haben mich auseinandergepflückt und immer wieder neu zusammengesetzt. Immer und immer wieder, bis ich dieses halbfertige Ding war, das sie formen und kontrollieren konnten. Oh, Rocket, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja, dass das Kree-Reich verzweifelt war, aber... Stell dir vor, du verlierst jede Kontrolle über deinen Körper, hast ständige Schmerzen, bist in dir selbst gefangen und tust furchtbar schlimme Dinge und du kannst dich nicht dagegen wehren. Diese Steuereinheit hat dafür gesorgt, dass ich tat, was die wollten. Oh ja, ob ich wollte oder nicht. Eine niedliche, kleine, pelzige Killermaschine. Mir war schnell klar, es ist besser, nicht dagegen anzukämpfen. Okay, dann schießen wir das Ding aus der Luftschleuse. Mit einem Mittelfingergruß an die Mistkerle, die es gebastelt haben. Ich bin noch nicht bereit, mich von diesem Teil von mir zu trennen. Vielleicht irgendwann. Bist du wirklich sicher, dass du es behalten willst? Was ist, wenn... Mich kontrolliert? Ich habe vor langer Zeit beschlossen, Quill, dass mich nie wieder irgendwas oder irgendwer kontrolliert. Für mich ist das bloß noch ein nützliches Stück Tech-Schrott mit schlechten Erinnerungen. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, Rocket. Im Ernst. Rocket! Warum liegen hier überall Netzwerkkabel rum? Ich arbeite daran! Da bist du ja, Quill. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin Groot. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Verhaftet? Weswegen? Unser Schiff ist gerade versehentlich in die Quarantänezone geraten. Ups, eine Fehlfunktion der Navigation. Ups. Wie kann man versehentlich das Novacore-Kraftfeld durchfliegen? Details! Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Gute alte Milano. Triebwerkteile von mindestens 5 Schwarzmärkten. Was ist denn? Okay, Auszeit, Kumpel. Wir müssen über die Gamora-Sache reden. Sie wartet im Cockpit auf dich. Ich weiß, ich weiß. Ich meinte, ist das okay für dich? Ihr beide werdet eine Weile allein auf dem Schiff sein. Sei versichert, Peter Quill. Ich werde ein wachsames Auge haben und jeden Verrat im Keim ersticken. Oder? Du vertraust ihr langsam mal. Du bist naiv, Peter Quill. Sie ist eine Meisterin der Täuschung. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot. Aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Hat der Baum gesagt? Keine Ahnung. Dieser Moment der Ruhe erinnert mich an die legendäre Belagerung von Sektnaph 7. Ach, nicht schon wieder. Lady Hellbender soll 10 Monde lang den Atem angehalten haben, während sie auf einer großen Bestie mit Hörnern durchs All ritt. Und als sie eintraf, atmete sie aus und der Wind blies die Chitauri fort. Genau so war es. Ich bin wem klar, dass das nicht sein kann, wird das nicht erzählen.
Ob Drax seine Zelle im Kiln wohl selbst dekorieren durfte? Wahrscheinlich nicht. Rocket? Hast du die Undock-Chips von der Ausrichtungskonsole wieder zurückgebracht? Mach ich, sobald ich sie neu konfiguriert habe. Versuch ja nicht, sie zu verkaufen. Ich würde nichts damit verdienen. Die Dinger sind so billig, die können nicht mal zwei Magnetstecker ausrichten. Schicke Teile, Rocket. Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Okay, dann mach mal weiter. Klingt, als wäre das Monster leichter einzufangen, als wir dachten. Und je schneller wir es fangen, desto schneller werden wir bezahlt. Und Drax? Freust du dich auf die Käuferin, wenn wir das Monster haben? Natürlich, Lady Hellbender ist eine legendäre Kriegerin und eine edle Königin. Und sie ist reich. Das ist keine Leistung. Gamora? Hier oben, Peter. Hey, das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Ach. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Habe ich irgendwas verpasst? Außer einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar. Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja. Sobald du sie in deine Konsole eingibst. Ich bin gut. Ich steck nur eine Kleinigkeit ein, damit dieser Job nicht so endet wie unsere Monsterjagd im Hilda-Cluster. Bitte nicht. Okay, es geht weiter. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein. Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? Vier Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamora... Geschafft! Drin. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Yep, das mag ich so an dir, Quill. Diese Unschuld. Oh, was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen? Konzentrier dich, Naga. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten es vertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Ein ganz schöner Slalom hier. Ich
sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder davon könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin? Für eine Nacht! Und das Monster wird schon auftauchen, wenn die Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Es wird ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Klopfer 1 steht. Gamora, pass auf mein Baby auf! Es ist unfassbar. Ich bin gut. Was, der rosa Schleim? Okay, du nimmst jetzt also den weiten Weg? Alles okay, Quill? Ja, ich glaub schon. Ist dieses rosa Harz wirklich stark genug, um diesen Ort zusammenzuhalten? Oh ja. Wirklich, wahrscheinlich stark genug. Ja? Man kriegt hier definitiv ein komisches Gefühl. Yo, Quill! Wenn diese Koordinaten so verlässlich sind, warum wollen wir dann als Einzige dieses Ding fangen? Nein, der ist total sicher. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Ich bin Groot. Ich meinte nicht giftig, aber nimm ihn nicht in den Mund. Der große Zylinder, da ist unser Treffpunkt, richtig? Ja, das ist die Bergbauanlage. Komisch, das alles so auf einen Blick zu sehen. Überreste eines Krieges, der die ganze Galaxie umfasste, zusammengehalten von rosa Schleim. Nano-Harz auf Ebrium-Basis. Wie auch immer. Ich sag ja nur, es ist ein bisschen viel. Oh, seht mal! Gelb und blau! Sieht aus wie eine alte Nova-Corps-Fregatte. Hübsch! Komm schon, Kumpel. Auf dem Schiff sind Leute gestorben. Spaßbremse. Warum hast du uns hergebracht, wenn der Ort so heilig ist? Ich bin Groot. Mir fallen mindestens ein Dutzend Planeten mit Monstern ein. Warum also hier? Rocket, hast du schon bemerkt, dass die Leute sich nicht darum reißen, uns zu engagieren? Oh ja, hab ich bemerkt. Wenn dieser Job klappt, hab... Wow. Okay. Ich bin okay! Ha! Fast wäre aus dir ein verspätetes Kriegsopfer geworden. Wisst ihr, ich mag das. Es macht Spaß. Ich bin Groot. Dass wir drei abhängen. Genau wie am Anfang dieser Sache. Bevor ihr wisst schon, wer dazu kam. Ich bin Groot. Nein, ich hasse nicht alle. Ich toleriere Quill. Quill ist voll okay. Komm schon, Rocket. Drax und Gamora sind wertvolle Ergänzung des Teams. Das sagst du doch nur, weil sie zuhört. Möglich. Ey, kann man nicht mal ein bisschen Zeit mit seinen Freunden verbringen? Whoa. Ich bin ziemlich sicher, das ist eine Sackgasse. Sicher? Ah, na also, hier geht's lang. Komm schon! Woher willst du das wissen? Vertrau mir, okay? Hey, Groot, meinst du, wir finden hier drin Teile des Trion-Splitters? Ich bin Groot. Hast du noch nie vom Trion-Splitter gehört? Eine Pyramide des puren Bösen, die alles verdirbt, was in Kontakt mit dir kommt. Ich bin Groot. Ausdenken? Sag mir nur ein Beispiel, wann ich mir was ausgedacht hätte. Ich bin Groot. Ach, sei still. Frau Gamora. Sie hat bestimmt schon vom Trion-Splitter gehört. Hey, Gamora! Ach, komm schon. Ich weiß, dass Thanos ihn während des Krieges hatte. Er muss irgendwo hier drin sein. Quill, sag mal... Ach, wo ist Quill?
Was zur Hölle macht er immer noch da hinten? Ich bin Groot. Als ob wir die Wahl hätten, ob wir auf ihn warten. Star-Lost hat einen unserer Klopfer. Und ich gehe nicht den ganzen Weg zurück. Woher wusstest du das mit der Sackgasse? Weil ich im Gegensatz zu dir einen guten Orientierungssinn habe. Mir geht's gut! Mir geht's gut! Hab ich euch Angst eingejagt? Nein. Ach, du warst besorgt. Wie süß von dir. Ich bin gut. Ach, seid still. Alle beide. Alles gut, schon okay. Nimm das, Mortis Zeug. Eklig. Schön gespritzt. Hey, 50 Units, dass ich mehr von den Dingern erwische als du. Von wegen. Wow, was zum... Rocket, warst du das? Die Anzeigetafel? Gefällt sie dir? Hab sie in deinen Visor gehackt, als du das letzte Mal geschlafen hast. Du hackst dich in meine Sachen? Ich hab das verflagte Ding so oft repariert, dass es eigentlich schon mir gehört. Optimale Distanz für Klopfer, direkt voraus. Ich bin gut. Genau vor uns, in dem riesigen Loch, wo früher das Cockpit dieses Schiffs war. Das ist heftig. Ich bin gut. Ja, versuch nicht dran zu denken. Man sollte sich nicht fragen, was denen zugestoßen ist, die auf diesen Wracks gearbeitet haben. Außerdem ist es lange her. Sollen. Mach eine Brücke, Groot. Ich will sehen, ob er noch lebt. Ich bin Groot? Ich weiß nicht, aber er zuckt noch. Verflag nochmal, Quill. Alles okay da unten? Ja. Ja, ich dachte nur, da wäre eine Abkürzung. Abkürzung, klar. Geht ohne mich weiter. Ich komm nach. Okay, da ist ein Novacore-Raketenschacht direkt auf der anderen Seite. Da treffen wir uns. Raketenschacht in Gelb und Blau. Verstanden. Okay. Durch ein altes Gruselschiff. Keine große Sache. Ich hab geschossen. Oh, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht! Oh, hey, Kleiner. Wow, was zum Flark! Ich hab zu tun! Das ist Betrug! Das hättet ihr sehen müssen. Es war so ein komisches Blob-Ding. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Blob, blob! Hintern ist nicht fett! Nicht lustig!
voll auf den Geheimnismonster-Tipp deiner Freundin gesetzt. Hoffentlich hat sie auch recht. Ich bin gut. Als ob du wüsstest, was ein ehrliches Gesicht ist. Ich bin gut. Ja, sie roch ganz schön nach Blumen. Wenn alle Klopfer stehen und kein Monster auftaucht, müssen wir nur möglichst viel Schrott einpacken und mitnehmen. Ich bin gut. Ja, den Nano hat's auf. Heilige Mistmutter! Wetter! Ich bin gut. Flank, flank, flank! Ja, Position! Soll das ein Witz sein? Das war zu knapp. Bist du okay, Groot? Quill? Alles gut, aber springen geht nicht. Du musst nicht springen. Auf dieser Seite ist ein stabiler Stützträger. Groot soll eine Brücke wachsen lassen. Frag ihn einfach nett. Für mich macht okay, er das ständig. Okay, Groot, dann mach mal das coole Ding mit den Rangen. Ich bin Groot! Das ist mal echt ein starker Partytrick, Großer. Ich bin Groot. Eklig, noch mehr Schiffsfresser. Ach, sie sind überall. Okay, zurück zum Geschäft. Gehen wir. Warum die Begeisterung? Boom, genau vor deiner Nase, Quill. Ich bin Groot. Wahrscheinlich haben Nova Centurions den ganzen Schrott an einen Ort geschleppt. Hey, Grünis, wenn ihr da draußen blaue und goldene Schiffe seht, sagt uns Bescheid. Schlechte Idee. Wenn ihr Bullen seht, gebt ihr auf, okay? Ich bin Groot. Okay, es geht weiter. Okay, stell ihn genau da auf. Ich bin Groot. Yep, einer noch. Flock. Nein, nein. Flock, Misthaufen. Ich bin Groot. Der verflagte Akku ist durchgeschmort. Das ist los. Du hast den wohl zu hart hingedonnert. Lasst uns einfach eine Lösung finden. Die Lösung ist ein neuer Akku. Mit Saft drauf. Okay. Wir sind auf einem Schiffswrack. Voller Schiffszeug. Es muss hier was geben, mit dem man dieses Schiffszeug zum Laufen bringt, oder? Ja. Was solltest du dafür deinen Visor benutzen? Such doch einfach mal irgendeinen Ersatz. Ich reiße die verschmorten Kabel raus. Hier ist was mit einer Ladung. Sieht aus wie eine Weltraumautobatterie. Okay, das Ding versetzt mir aber keinen Stromstoß, oder? Die Chance ist bestenfalls minimal. Alles wird gut. Worauf wartest du, Quill? Schnapp sie dir. Bitte sehr. Bestens geeignet. Nur ein paar Handgriffe. Ich muss erst wissen, wie viel Saft dieses Ding ausspuckt. Gib mir mal einen Moment Deckung. Deckung wovor? Rocket, hilf mir mal Ungeziefer zu zerlegen! Nein, 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 nicht! Wenn ich das nicht schmeck... Verflagge Monsterdinger! Alle vereinfachen! Wieder eingeplöckt! Wir töten nur kleine Geschenke! Komm schon, du Schrottklumpen! Können wir nicht diese Dinger dort machen? Ich bin Groot! Du musst dich nicht schlecht fühlen, Kumpel. Sie haben angefangen. Oh, verdammt! Danke für die Info, Kumpel. Ich hasse Käfer. Aber los, nicht wegzunehmen. Mach's gut, Kleiner. Wir töten nur kleine Geschenke. Erledigt. Alles angeschlossen. Wow, gerade rechtzeitig. Nächstes Mal kannst du es ja reparieren. Kommt schon, zwei erledigt, bleiben noch zwei. Ich bin Groot. Groot fragt sich, ob die Belohnung für diesen Job wirklich die ganze Mühe wert sein wird. Mich und Groot bringt fast nichts um. Aber was ist, wenn der Rest von euch es nicht lebend schafft? Leute, wenn wir Lady Hellbender das Monster bringen, steigt unser Marktwert. Und wir kriegen bessere Jobs. Ein Schiff für jeden von uns. Naja, ein Team braucht nur ein Schiff. Was? Nein! Ich liebe mein Baby! Mann, das Ding ist ja Wahnsinn!
War das ein Schiff oder ein Roboter? Das ist eine Kree-Wache. Ein Roboter, aber weltraumtauglich. Ich bin Groot. Es gab sogar noch größere. Sie hatten mindestens 5 Experimentalmodelle von doppelter Größe. Woher weißt du das alles? Weil das Partnerexperimente auf Halbwelt waren. Die meisten meiner Teile kamen aus dem Kybernetik-Hangar nebenan. Und ich hab die Killbots alle gesehen. Ich konnte die Teile kommen und gehen sehen. Von meinem Käfig aus. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Nein. Die meisten davon sind nur noch Narben. Ich war für die irren Kree-Wissenschaftler nicht mal eine Person, sondern nur eine kluge Knarre auf 2 Beinen. Eine sehr geschwätzige Knarre. Ja, aber das war ein Unfall. Sie wollten es ein paar Mal reparieren. Ich bin Groot. Oh, die ganze Anlage war das Problem. Ich hätte vor Kriegsende zurückkehren und alles in die Luft jagen sollen. Ich besorge aus, was hart für ein Ich bin Groot. So schwer bist du nicht. Dieses Zeug hält sich auf. Hier, das mal an, Rocket. Alles wird gut. Keine Sorge, ich hab noch nicht mal angefangen. Natürlich sind wir auf dem richtigen Weg. Behalte einfach das Bergbauschiff vom Auge. Dort wollen wir ja schließlich hin. Was macht überhaupt ein Bergbauschiff mitten unter all diesen Jägern? Man spricht eben nicht umsonst von Kriegsverlusten. Ja, das wäre ein tödlicher Schuss gewesen. Ha! Nicht mal annähernd! Groot, schieß mal bitte eine Brücke genau in diese Augenhöhle. Ich würde gerne mal sehen, wenn du das im Kampf machst. Moment, ist das... Ja, ich werde diese Wette gewinnen, Quill! Wird schon schief gehen. Wir sind in einem riesigen Roboterkopf. Und ich habe Roboterteile in meinem Kopf. Was soll ich machen, wenn ich diese Wette gewinne? Ich bin Groot. Ich meine mit den Units, die er mir dann schuldet. Gratulier ihm nicht! Ich wüsste, was ich mit meinem Gewinn machen würde. Für unseren nächsten Besuch auf Contraxia aufsparen und mir eine Xeron-Massage gönnen. Ach, du bist so berechenbar. Da ist ein Nest! Vielleicht... Genau, du bist schlecht, Star-Typ. Also, wenn ich Quill dann besiegt habe, hole ich mir ein paar rotierende Hyperschaltkreise. Buh! Niemand weiß, was das ist. Ich bin Groot. Nein, wir können den Riesenroboter nicht mitnehmen. Und glaub mir, es schmerzt mich, das zu sagen. Machst du dich etwa über mich lustig? Ich bin Groot. Ich hab den Spaß meines Lebens. Ich bin Groot. Quill, schieß ein Nest ab, wenn du gerade Spaß hast. Weißt du was, Quill? Ich finde das unfair. Du hast 2 Waffen, ich nur eine. Ich denke, ich sollte ab sofort doppelt so viele Punkte kriegen. Das ist Betrug. Okay, da muss der Klopfer hin, Quill. Der verärgert aber nicht alles Kruppzeug in der Nähe, oder? Sorry, Quill. Nach dem letzten gehe ich kein Risiko mehr ein. Ich muss ihn kurz testen. Nicht schon wieder. Hey, der Klopfer stellt sich nicht von selber ein. Rocket! Ich habe nur ein- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob er stand. Das ist mein Killradio. Müssen wir uns jetzt mit Schrottschnecken anlegen? Nicht anglotzen, schießen!
Sehr hilfreich! Danke! Gern geschehen! Und jetzt lenkt mich nicht ab! Ich wusste, dass ich letztes Mal den ganzen Spaß verpasst habe. Vergiss aber bloß nicht den Klopfer! Bereit! Wenn ich sie spritzen, sie ordentlich! Oh ja, genau wie damals! Der da hat mich komisch angesehen. Eklig! Überall Augäpfel! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Ich dachte, ich wäre erledigt, Bob. Passt bloß auf, wo Hingo steht. Ich werde euch alle modernisieren. Müssen wir die Dinger wirklich testen? Ich weiß das Vertrauen in meine Arbeit zu schätzen, aber ja. Ich bin Groot. Gut geflatscht, Rocket. Ja, nicht wahr? Was war das wert? 5 Punkte? Ach, komm schon. Du kannst dir nicht einfach selber Punkte geben. Klar kann ich das. Hey, Team Grün, wir haben unsere Klopfer aufgestellt. Ich bin Groot. Natürlich gibt es hier keine Pflanzen. Es ist ein Schrottplatz. Ich bin Groot. Pflanzen wachsen da, wo es Nährstoffe gibt. Aber hier gibt's nur Schrott und Nanoharz. Und nein, der Schleim zählt nicht als Nährstoff. Okay, da ist die Bergbauanlage. Ich bin Groot. Natürlich ist es sicher. So sicher, wie ein Schiffswrack der Chitauri eben sein kann. Wir müssen hier rüber, Groot. Und Rocket würde dich nicht in Gefahr bringen, stimmt's? Ich bin Groot. Stimmt. Ich deck dir immer den Rücken, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, es sieht nur instabil aus, wie alles andere hier. Lass dir nicht die Zweige verdrehen. Ja, das Harz kann ein blödes Kriegsschiff halten. Glaub mir, es ist absolut sicher. Guckt mal, ich beweise es euch. Da. Seht ihr? Rocket? Fuck! Jungs, springt! Nein! Nein! Stück vermoostes Treibholz. Du hättest eben draufgehen können. Ich bin Groot. Ich hab dich auch, du selbstloses Sojasprosse. Komm, Quill. Er sagt, wir treffen uns beim Bergbauschiff. Ich will ihn nicht warten lassen. Das war's? Wir gehen ihm nicht nach? Er sagt, es ist okay. Wir treffen ihn später. Sein Funkgerät muss kaputt gegangen sein, als er gestürzt ist. Groot hat nur einen anderen Weg genommen. Sein Funkgerät muss was abbekommen haben. Ja, genau! Team Rocket, Ende! Hoffentlich sind wir sie jetzt los. Team Grün sind wir damit wohl los. Jetzt können wir den blöden Unfall endlich vergessen. Außerdem ist Groot okay. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Egal, oder? Wie du gesagt hast. Groot ist okay. Alles ist okay. Genau, wir sind alle okay. Richtig, okay. Mann, wenn der Nachbrenner jetzt losgeht, dann sind wir hinüber. Hoffentlich geht er nicht los. Wir müssen nämlich irgendwie durch dieses Ding durch. Ach Mist, die Turbine steht genau im Weg.
Wir müssen da durch. Sag mal, die Dinger öffnen sich, um Gas durchzulassen, stimmt's? Ja. Soll das heißen, wir sind das Gas? Heute schon. Da drüben ist ein Zugangstunnel für Drohnen. Leider haben wir keine Drohne. Kannst du dich da reinquetschen? Ich wusste es. Rocket, reparier das. Rocket, bring das in Ordnung. Rocket, kriech in das dunkle Loch. Siehst du was? Ja, einen manuellen Override. Achtet nur darauf, dass die neue Stelle möglichst nah bei der ursprünglichen liegt. Wegen der Mathematik und den Winkeln. Na toll, noch eine Turbine. Ja, so sind die Dinger meistens aufgebaut. Lord, da klemmt irgendwas. Oh, da hat wohl jemand geübt. Komm schon, verschwinden wir von hier. Wir sind wieder in der Spur. Das Bergbauschiff ist nicht weit weg. Meinst du, Groot ist schon vor uns? Diesmal weiß ich nicht, ich schwör's! Punkt für mich! Dieser Punkt zählt nicht, wenn wir tot sind! Ich halte mich an diesem Ding mit Muskeln fest, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte. Oh, Mist! Aus! Verflagter Drecksschiff! Super Timing! Woher habt ihr... Versuch einfach, sie für uns ruhig zu halten! Es ist nett und bequem hier drin. Nicht, wenn man in der Dunkelheit nichts sieht. Ach, ich glaube, da ist ein Kontrollfeld. Ja, mit Drähten drin. Mal sehen, ob ich die Systeme wieder hochfahren kann. Wie lange wird das dauern? Komm schon, verflagtes Tensorgelenk. Nur noch das hier, da reinfummeln. Okay, Lebenserhaltung fährt wieder hoch. Wie sieht's da draußen aus? Heilige Mutter aller Weltraummuscheln. Ist alles klar? Ja, ja, es ist nur... Mann! Das hat was Beunruhigendes. Naja, das war ein Schwarm alter Reinigungsbots, schätze ich mal. Reinigungsbots? Kann doch sein. Bist du noch heil, Großer?
entschuldige den Beschuss. Ja, er dachte, du wärst das komische Ding, das wir zufällig befreien. Gesehen! Wir haben Reinigungsbots gesehen. Zufällig, in der Distanz. Ich bin Groot. Uns geht's blendend. Es ist weggerannt, als es uns gesehen hat. Stimmt's, Quill? Rocket, ich bin nicht sicher, ob dieses Schwarmding harmlos war. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass es frei ist. Ich bin Groot. Quill hat ungezielt auf ein großes Wurmnest geschossen. Dabei ist was runtergefallen. Und daraus kam diese große Schwebekreatur. Das war alles. Hat sonst niemand ein komisches Gefühl an diesem Ort? Vielleicht spukt's hier. Was soll da spuken? Naja, Geister. Ach bitte, Quill. Erzähl mir nicht, du bist einer von denen. Bitte sehr. Die Treffpunktkoordinaten sind in dieser Richtung. Aber wir müssen den Schutt umgehen. Ich suche nach einem Seitengang. Schönheit. Ein Tisch? Das ist eine alte Werkbank, Modell T. So was Robustes wird heute gar nicht mehr hergestellt. Komm schon, Quill, vielleicht funktioniert sie noch. Ich könnte deine Ausrüstung reparieren. Gib mir mal das Teil da. Und voilà! Glänzendes Upgrade aus bester Herstellung. Ich bin gut. Ja, da geht's durch. Wenn wir es schaffen, den Dreck wegzuräumen. Oh yeah! So geht das. Aha. Und danke für das Upgrade. Bisschen wackelig. Bleib mal kurz zurück. Quill! Mist! Da! Ihr wimmelt ist von hässlichen Viechern. Jungs, ich bin hier unten nicht allein. Mach damit klar. Ich suche den anderen. Heilige Scheiße. Ich wollte noch nie so gern auf etwas einprügeln. Was? Mitten ins Gesicht! Ding! Mann, Rocket, du hast echt was verpasst. Das war großartig. Das mit dem Zusammenbleiben muss deutlich besser werden. Altmetall, altes Bergbaugerät. Einfach alt. Mehr oder weniger!
verstecken sich hier! Jetzt schlägt Drax hin! Weiches Fleisch will geschnitten werden. Ich verpasse den ganzen Schlag. Schlag, spitze Bestie. Das hast du. Das dürfte kein Problem sein. Ich bin dran. Hackfleisch, Gamora. Die Knochen! Scharf, rund und tödlich! Genau! Gefunden und gerettet! Hey! Ich habe die Milano bei der letzten Klopferposition geparkt. Wir gehen dorthin und halten nach euch aus. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Nun, die Möglichkeit besteht. Probier mal was anderes aus. Ich käme da rauf. Zeig uns mal deine Beinarbeit, Gamora. Ich wette, das kannst du nicht. Geht er auf einen anderen? Drax, kannst du dieses Ding schleppen? Seht die Kraft eines ketathianischen Kriegers. Du kannst es hier abstellen. In Ordnung. Okay, das ist hilfreich. Ich bin dem Anführer gefolgt. Nicht alle von uns verweigern den Gehorsam. Entscheide dich mal. Bist du wütend, dass ich Thanos gedient oder dass ich ihn verraten habe? Beides schafft kein Vertrauen. Genau da ist gut. Klingt gut. Denk an diesen Moment, solltest du je vorhaben, mich zu hintergehen. Okay, Rocket. Wir sind wieder auf Kurs. Rocket? Rocket? Vielleicht hat er unser Monster gefunden. Wir wissen nicht mal, wie es aussieht. Die Infos waren extrem vage. Sie waren nicht vage, sondern überstürzt. Es ist wahrscheinlich eine niedliche, kleine Albtraumabscheulichkeit. Lady Hellbender ist eine Kriegerin. Ein perfektes Exemplar würde zu ihrer Stärke passen. Wie gesagt, was Schreckliches. Ich sehe das anders. Stärke ist liebenswert. Bei einem Namen wie Hellbender hat Gamora wahrscheinlich recht. Es muss was Schreckliches sein. Albtraumhaft. An der Spitze der Nahrungskette. Knurrend und bösartig. Mehr Zähne als wir alle zusammen. Fledermausflügel mit Rasierklingenspitzen. Spuckt wahrscheinlich Gift oder Säure. Oder giftige Säure. Hoffentlich stimmt das alles. Ich will eine würdige Herausforderung. Wisst ihr, ich kenne diese großen Darth-Bauschiffe, aber ich habe im Krieg nie einen ketathianischen Sternjäger gesehen. Thanos hat den Großteil unserer Flotten und die Fabriken zerstören lassen, bevor wir reagieren konnten. Das wusstest du bestimmt. Nein, ich wusste es nicht. Ich hatte mit dem Schicksal deines Volkes nichts zu tun. Aber du warst vertraut mit dieser Taktik. Ich... Ja. Natürlich warst du das. Wow. Vorsicht! Okay. Gut, das nenne ich Timing. Wir haben Besuch. Sind die von letzten Klopfer? Der ist noch gar nicht ganz hier. Hier rummelt es von Monstern. Wenn die Nahrung für unsere Beute sind, dürfte sie nicht weit sein. Sorgen wir erstmal dafür, nicht selber die Nahrung zu essen. Wir müssen uns frei formieren. Hast recht! Nur klappt nicht! Lock, lock, lock! Es ist, als hätten wir das ganze Schiff aufgewälzt! Selbst Niederlage! Halt einfach durch! Leute,
Gruppe bilden! Es fühlt sich an, als wären sie überall und würden uns auslachen. Und dennoch können wir nicht zurückweichen. Das will auch niemand, Großer. Aber ich muss sagen, es ist verflagt gruselig da draußen, Quill. Flocknasen auf dem Feld? Gefahr von allen Seiten? Dann sollten wir uns ihnen stellen und sie alle eliminieren. Sind wir Helden, die man auslachen darf? Nein! Stattdessen lache ich über sie! Wer ist dabei? Sterbt, Unruhige! Du Sack! Ich werde euch alle zerstören! Hey, nicht alle von uns! Festlage, Group! Was jetzt, Peter? Je weniger ich sie berühren muss, desto besser. Mach dein Ding, Drax! Grüße den Tod! So wird das gemacht! Drax hatte recht! Das hier bringt wirklich das Blut zum Kochen! Rechne nicht damit, dass ich meine Deckung senke! Ich bin gut. Glorreich! Wo ist unser Monster? Ich bin erregt. Vom Trommeln der Schlacht. Das wollte ich gar nicht wissen. Komm, die letzte Klopferposition ist da lang. Woher weißt du das? Meine Sinne sind darauf geeicht, auch die geringsten Vibrationen zu spüren. Ach echt? Nein, ich sehe es auf meinem Display. Es sieht aus, als hätte es noch Saft. Versuch's, Rocket. Seht einem Genie bei der Arbeit zu. Du kannst ein Wunder vollbringen, Mann. Ah, diese Tags stammen von Leuten, die Löcher in riesige Weltraumfelsen gemacht haben. Ich muss zugeben, da hat jemand erstklassig gepackt. Ich bin froh. Ja, ja. So, hier noch einen, dann hätten wir's. Bin ich froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Man hat das Gefühl, hier kracht gleich alles zusammen. Ich bin erstmal gespannt auf unser Monster. Ich dachte, du bist vor allem gespannt auf die Käuferin. Sie ist eine Sammlerin von gutem Ruf. Hast du's bald? Ja, ja, keine Sorge, Sonnenscheinchen. Sonnenscheinchen. Oh. Kriegst du es denn in Gang? Was? Es scheint kaputt zu sein. Da ist überhaupt nichts kaputt. Genau das Geräusch soll es machen. Was für ein Geräusch? Hört ihr das etwa nicht? Hören was denn? Okay, das müsste gehen. Jetzt fangen wir unser Monster. Mann, ist das Ding schnell! Lass nichts hinter euch kommen! Ein brauchbares Versteck weniger. Gut erkannt, Quill. Halt mal jemand, die schreien weg! Wir müssen nirgends mehr verstecken. Aber es kann weglaufen. Wir müssen es langsamer machen. Finde sie an, Groot! Du hast das Ding verschlimmert? Mach das nochmal! Was zum Flag ist das denn? Definitiv kein Monster. Ich bin Groot. Was niedlich? Das Ding ist verfilzter als eine Asgard-Ziege. Dieses Häufchen Elend können wir unmöglich der Monsterkönigin von Sektor 9 präsentieren. Die lacht uns aus. Vielleicht können wir es als Köder benutzen. Die Klopfer taugen jedenfalls gar nichts. Wie bitte? Meine Klopfer sind auf dem neuesten Stand der Technik. Der Muskelschädel hat sich auf das erste gestürzt, das durch die Tür kam. Mein Schädel besteht nicht aus Muskeln. Was zum... Seht ihr auch, was ich sehe? Oh ja,
Das nenne ich ein Monster. Alles klar. So viel zum Aufwärmen. Zeit, ein echtes Monster zu fangen und Geld zu verdienen. Was in Halas Namen ist das? Jedenfalls keine Reinigungsbots. Vorsicht! Der ganze Laden geht zu Klumpen. Nichts wie raus hier. Schnell! Verdammte baufällige Ruine. Rex, los jetzt! Haltet euren Hintern fest, Leute! Rocket, Musik an! Bin dabei! Konzentrier dich aufs Fliegen, Peter! Der Mann braucht sofort einen Song! So ist schon besser! Lass auf das Schiff auf! Mach ich! Eben nicht! Drax, was machst du da? Ich halte meinen Hintern fest, wie Peter Quill gesagt hat. Oh. Kann ihm mal jemand zur Hand gehen? Hab ich recht? Wie wär's mit einem Schlag auf die Rübe? Achtung! Runter im Anflug! Lass sie weg, Will! Zeit zum Einfädeln! Denkt nicht mal daran! Der schnellste Weg durch ist mittendurch! Peter! Möchtest du den Tod mit schuldigem Gewissen an, Täterin? Bring bloß keinen Schleim auf mein Schiff! Mein Schiff! Es reicht! Lass mich ran! Du wirst uns doch umbringen! Noch sind wir nicht tot! Vielleicht doch, und das hier ist die Hölle! Sei nicht albern! Diesem Ort fehlt der ewige Frost von Zadu! Eure Hölle ist gefroren? Tatjana frieren nicht gern! Dann zieh dir halt mal was über! Seht ihr? Hinterspiel! Vorsicht! Ja, danke für die Warnung! Soll ich das Steuer übernehmen? Nein, alles im Griff! Offensichtlich! Vorsicht! Bring uns nicht um, Quill! Es gibt noch so viel, dass ich stehlen will! Wir werden es nicht schaffen! Drück auf den blauen Knopf! Welchen blauen Knopf? Den für die neuen Geheimtriebwerke! Bau nicht immer neues Zeug ein, während ich schlafe! Hau rein, Peter! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für einen Nahkampf! Flock, yeah! Definitiv ein Fan des blauen Knopfes! Da kommt bis von allen Seiten! Wir werden es nicht schaffen! Wir schaffen es! Vielleicht! Da ist der Ausgang! Seht ihr? Zielgerade! Oder letzter Atemzug! Und das nenne ich einen Sieg, Leute! Wieso das denn? Unser Monster wurde gerade gefressen! Wenn du vor etwas wegfliegen kannst... Hast du versagt, weil du davor wegfliegen musstest? Oh, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps! Es ist das Nova Corps. Halas Hope.